Willkommen zur Vorlesungsreihe Patentschutz für Startups, diesmal mit dem Titel Der Weg zum Patent. Heute möchte ich Ihnen einen Überblick geben, was Sie tun können, wenn Sie eine Erfindung gemacht haben und diese im In- und Ausland durch Patente schützen möchten. Es sind nämlich tatsächlich einige Schritte zu gehen, vom Geistesblitz, also von dem Moment, wo Ihre Erfindung entstanden ist, bis zu diesem Patentschutz im In- und Ausland. Das Erste, was ich Ihnen vorschlage zu tun, ist zu klären, ob Sie überhaupt das Recht auf die Erfindung und das Patent haben und also einfach zur Anmeldung schreiten können. Wenn das geklärt ist, sollten Sie eine erste Anmeldung vorbereiten und beim Patentamt einreichen. Das könnte ein Patent oder auch eine Gebrauchsmusteranmeldung sein. Dann müssen Sie mit dieser Patentanmeldung durch das Prüfungsverfahren, damit Ihnen am Ende ein Patent erteilt wird. Und wenn Sie auch einen Schutz im Ausland wünschen, müssen Sie Nachanmeldungen möglicherweise parallel zu der ersten Anmeldung im Ausland einreichen. Zu diesen vier Schritten komme ich jetzt im Einzelnen etwas genauer. Zuerst zu der Frage, sind Sie berechtigt, die Erfindung anzumelden? Da ist der Grundsatz, dass alle Rechte an einer Erfindung dem Erfinder zustehen. Das steht in § 6 des Patentgesetzes. Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Wenn Sie also eine Erfindung machen, haben Sie grundsätzlich auch das Recht, die zum Patent anzumelden. Falls andere daran beteiligt waren, kommt aber auch in Betracht, dass Sie eine Erfindergemeinschaft sind, dann sollten Sie sich mit Ihren Miterfindern abstimmen. Wenn Sie eine Erfindung gemacht haben, dürfen Sie diese also grundsätzlich auch anmelden zum Patent. Es gibt aber eine wichtige Ausnahme, und zwar, wenn Sie Arbeitnehmer sind, sollten Sie das nochmal überdenken. Es gibt nämlich ein eigenes Gesetz über den Schutz von Arbeitnehmererfindungen. Und dort ist definiert, was eine Diensterfindung ist. Und das könnte auch in Ihrem Fall dann einschlägig sein. Tatsächlich sind etwa 80 bis 90% aller in Deutschland angemeldeten Patente Diensterfindungen. Eine Diensterfindung, dazu steht Folgendes im Gesetz. Das sind von Arbeitnehmern während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die entweder aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der öffentlichen Verwaltung obliegenden Tätigkeiten entstanden sind. Solche Erfindungen nennt man dann Aufgabenerfindungen oder die maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der öffentlichen Verwaltung beruhen. Die nennt man dann Erfahrungserfindungen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Konstellationen, wo der Arbeitgeber auch einen Anteil an der Erfindung hat. Entweder eben, weil er Ihnen die Aufgabe gestellt hat, auf diesem Gebiet zu forschen und Sie haben dann da die Erfindung gemacht, oder weil Ihre Erfindung ohne den Hintergrund des Betriebs, die vielen Kenntnisse und Erfahrungen, die Sie dort während Ihrer Arbeit gewonnen haben, auch nicht zustande gekommen wäre. Und ganz wichtig zu wissen ist, dass das, was hier oben steht, während der Dauer des Arbeitsverhältnisses. Und das bedeutet wirklich, solange wie Ihr Arbeitsvertrag läuft, auch wenn Ihnen das am Wochenende oder im Urlaub eingefallen ist, kann es trotzdem eine Diensterfindung sein. Wenn es eine Diensterfindung ist, dann läuft ein ganz spezieller Mechanismus dafür ab, wie und wer das am Ende schützen kann. Bei einer solchen Diensterfindung ist es dann so, dass der Arbeitgeber auch ein Interesse daran hat, die Erfindung für sich zu schützen oder jedenfalls auch für seinen Betrieb nutzen zu können. Und darum gibt es einen speziellen Ablauf, wie solche Erfindungen behandelt werden. Der Arbeitnehmer, der die Erfindung gemacht hat, muss sie seinem Arbeitgeber melden. Und der Arbeitgeber kann dann die Erfindungsmeldung prüfen und kann sagen, jawohl, diese Erfindung möchte ich in Anspruch nehmen. Und dadurch gehen die Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber über. Und der Arbeitgeber kann die Erfindung zum Patent anmelden und muss das sogar auch tun. Und im Gegenzug bekommt der Erfinder eine angemessene Vergütung dafür, dass er mit seiner Erfindung sozusagen mehr geleistet hat, als nach Arbeitsvertrag geschuldet wird. Ja, und ähnliche Beschränkungen kann es auch geben, zum Beispiel für Geschäftsführer. Die haben häufig in ihren Geschäftsführerverträgen bestimmte Verpflichtungen, wie mit ihren Erfindungen umgegangen werden muss. Also nicht jeder Erfinder kann wirklich schalten und walten, wie er will mit seiner Erfindung. Das muss man am Anfang einmal klären, ob man tatsächlich selber einfach anmelden kann oder ansonsten vielleicht den Dienstweg einhalten und die Erfindung dem Arbeitgeber erstmal melden und dann weiterarbeiten daran. Wenn Sie sich für eine Patentanmeldung entschieden haben, gibt es einige Dinge zu beachten, damit die nach Möglichkeit zum Erfolg führt. Der Erfolg einer Anmeldung hat eigentlich zwei Aspekte. Einerseits möchten Sie natürlich, dass am Ende tatsächlich ein Patent erteilt wird und andererseits möchten Sie auch, dass das einen sinnvollen Schutzbereich Ihnen bietet. Und um dahin zu gelangen, sollte man einiges beachten. Das sind einerseits sozusagen handwerkliche Dinge, die Sie beim Formulieren der Anmeldung beachten müssen.
Sie müssen, wie schon mal eingangs erwähnt, Sie müssen Ihre Erfindung so deutlich erläutern, dass ein Fachmann sie ausführen kann, also eine ausführbare Offenbarung in Ihrer Anmeldung zur Verfügung stellen. Und Sie müssen insbesondere darauf achten, dass die Schutzansprüche, die Sie formulieren, den Anforderungen an die Klarheit genügen. Da muss wirklich ganz klar erkennbar sein, wo beginnt der Schutz und wo endet er. Also die Merkmale, die Sie in den Ansprüchen nutzen, müssen ganz klare Bedeutungen haben, wenn es irgend möglich ist. Das sind so handwerkliche Aspekte. Das andere ist, dass die große Unbekannte beim Schreiben der Anmeldung immer der Stand der Technik ist. Sie wissen vielleicht viel darüber, was es auf Ihrem Gebiet schon gab, aber niemand kann alles kennen, was schon mal irgendwo auf der Welt veröffentlicht wurde. Und darum gilt es beim Abfassen der Anmeldung, viel darüber nachzudenken, was könnte alles noch an Stand der Technik auftauchen und wie kann ich darauf reagieren, um trotzdem noch einen möglichst angemessenen Schutz zu bekommen. Das sind eigentlich zwei Aspekte sehr wichtig. Der erste ist, dass man sich von vornherein überlegt, welchen Schutzbereich möchte ich eigentlich haben. Wenn ich die Patentanmeldung zu eng anlege und die Schutzansprüche sehr detailliert formuliere, dass sie ganz genau mein Ausführungsbeispiel noch erfassen, aber nicht sehr viel drumherum, wird es für Dritte sehr einfach, das Patent zu umgehen, indem sie kleinere Änderungen vornehmen. Wenn der Schutzbereich, den sie anstreben, aber zu breit gewählt wird, dann führt das häufig dazu, dass immer mehr Stand der Technik für ihre Erfindung relevant wird und erstmal in das Prüfungsverfahren kommt, was es manchmal schwierig macht, sich später wieder einzuschränken und zu dem optimalen Schutz dann noch zu kommen. Also eine wichtige Überlegung, wie breit soll der Schutz eigentlich sein, den Sie sich erhoffen? Und dann auch ganz wichtig, mit Blick auf den Stand der Technik, den man noch nicht kennt, dass Sie in Ihrer Anmeldung möglichst viele und sinnvolle Rückzugspositionen vornehmen und einbauen. Dazu kann man Unteransprüche formulieren, in denen bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung dann beschrieben werden. Und wenn im Prüfungsverfahren das nötig wird, kann man sich auf diese schon vorbereiteten Rückzugspositionen dann einschränken, um am Ende eben einen neuen und erfinderischen Gegenstand zu definieren in den Ansprüchen, für den dann ein Patent erteilt werden kann. Vor diesem Hintergrund kann ich Ihnen einige Tipps geben, wie Sie am besten vorgehen, um eine erste Anmeldung vorzubereiten. Falls Sie nicht zufällig schon Experte im Patentwesen sind, empfehle ich Ihnen dringend dazu, einen Patentanwalt aufzusuchen, der alleine diese handwerklichen Dinge dann richtig regeln kann für Sie. Und vor einem Gespräch mit dem können Sie sinnvollerweise die folgenden Punkte beachten. Als erstes würde ich Ihnen empfehlen, zu klären, wofür Sie den Schutz eigentlich haben möchten, am liebsten. Also, da kann man zum Beispiel überlegen, strebe ich einen Schutz an für mein Produkt, mit dem ich jetzt mein Unternehmen gründen möchte, was vielleicht nur in einer kleinen Nische überhaupt von Bedeutung ist für mein Unternehmen, dann kann ich möglicherweise relativ eng an die Patentanmeldung herangehen und versuchen, dieses Produkt wirksam zu schützen. Oder möchte ich vielleicht viel breiteren Schutz haben, um Lizenzen zu vergeben an alle möglichen Unternehmen, die die Erfindung vielleicht auch in ganz anderen Gebieten einsetzen können. Dann wäre es wichtiger, einen breiteren Schutz anzustreben. Dann sollten Sie unbedingt alles über den Stand der Technik zusammenstellen, was Sie schon darüber wissen, damit Ihr Patentanwalt eben sich ein Bild machen kann, wo die Unterschiede wohl noch bestehen. Und Sie müssen natürlich eine Beschreibung Ihrer Erfindung liefern. Häufig ist es sinnvoll anzugeben, was aus Ihrer Sicht, welche Aufgabe eigentlich durch Ihre Erfindung gelöst wird und durch welche Merkmale diese Lösung erreicht wird und auch welche Wirkungen die einzelnen Merkmale haben. Dass Sie also einfach erklären, warum Sie das so und nicht anders machen wollen. Dann braucht man immer ein Ausführungsbeispiel. Das sollte auch zumindest in dieser Vorbereitung erstmal sehr detailliert und konkret ausfallen, dass man wirklich erkennen kann, genau so würden Sie das aus heutiger Sicht am liebsten umsetzen. Das wäre für Sie jetzt die beste Lösung. Dazu gehören vielleicht Skizzen oder Zeichnungen, damit man das genau verstehen kann, wie das funktioniert. Und da kann ich Ihnen empfehlen, nicht den Fehler zu machen, schon in diesem Stadium zu versuchen, das Ganze möglichst blumig und abstrakt zu beschreiben, damit vielleicht der Schutz dann hinterher irgendwie zufriedenstellender ausfällt, sondern als erstes mal schon auch genau und konkret zu sagen, wie Sie es machen wollen und dann den richtigen Schutzbereich daraus zu extrahieren und die Ansprüche so breit zu formulieren, wie es sinnvoll ist. Das kann man im nächsten Schritt machen. Aber erstmal ruhig konkret sagen, wie es eigentlich laufen soll. Wenn Sie im Hinterkopf schon zu einzelnen Aspekten Ihrer Erfindung alternative Lösungen durchdacht haben oder wissen, an dieser Stelle könnte man auch ein anderes Gerät einsetzen oder einen anderen Verfahrensschritt ausüben, sollten Sie das unbedingt auch mit erläutern, damit das alles berücksichtigt werden kann und damit man nicht eben durch diese Alternativen, die Sie schon vor Augen haben, Ihr Patent dann allzu leicht umgehen kann. Und ein ganz wichtiger Punkt, der hoffe ich vielleicht am allerschwierigsten ist, optimal zu treffen, ist der richtige Zeitpunkt für Ihre Anmeldung.
Grundsätzlich möchte man natürlich seine Erfindung immer möglichst früh anmelden, damit nicht Dritte noch zuvorkommen und vielleicht die Erfindung von jemand anderem parallel gemacht und irgendwo beschrieben wird und damit zum Stand der Technik wird. Für eine frühe Anmeldung kann auch sprechen, dass Sie erst ab dem Einreichen der Anmeldung über Ihre Erfindung sprechen können, zum Beispiel mit Partnern, mit denen Sie vielleicht dann Ihre Firma gründen wollen oder mit denen Sie weitere Entwicklungsschritte gehen möchten. Es gibt aber auch wichtige Argumente dafür, nicht zu früh anzumelden. Das könnte zum Beispiel sein, wenn Sie noch in einer sehr heißen Phase Ihrer Erfindung sind und praktisch täglich weitere Ideen haben, wie man das Ganze noch verbessern kann, kann es auch sinnvoll sein, noch ein paar Wochen abzuwarten, damit man all diese weiteren Ideen mit berücksichtigen kann in der Anmeldung. Und auch ein sehr wichtiger Punkt, auf den ich am Ende nochmal eingehe, sind die Kosten, die Ihnen durch die Anmeldung entstehen. Da ist es so, dass von dem Moment, wo Sie die erste Anmeldung eingereicht haben, eigentlich die Uhr läuft. Und wie Sie später sehen werden, wird das Ganze zum Ende hin immer teurer. Und Sie müssen darauf achten, dass Sie Ihre Kosten im Griff haben, dass Sie dann, wenn Sie bestimmte Schritte gehen müssen, eben nicht daran scheitern, dass Sie vielleicht Ihren Partner noch nicht gefunden haben für Ihre Erfindung und dann die Mittel dafür nicht haben. Normalerweise bekommen Sie dann von Ihrem Patentanwalt einen Anmeldungsentwurf. Der hat also alles, was Sie ihm mitgeteilt haben, durchdacht und berücksichtigt und formuliert einen Entwurf für die Patentanmeldung. Den, vielleicht hat er auch noch ein paar Fragen, bespricht das vorab mit Ihnen, aber irgendwann ist der Entwurf fertig und der Patentanwalt sagt Ihnen oder Ihre Patentanwältin, so ist der Entwurf, bitte lesen Sie nochmal durch, aus unserer Sicht könnten wir ihn so einreichen. Und dann sollten Sie nochmal sich einmal zurücklehnen, das wirklich genau prüfen und gucken, sind die technischen Zusammenhänge richtig beschrieben in der Anmeldung oder ist vielleicht doch irgendwo was falsch verstanden worden, damit am Ende Sie wirklich sagen können, so wie es da jetzt beschrieben ist, so ist es alles vernünftig. Wie sieht es aus mit dem angestrebten Schutzbereich? Ist das das, was Sie sich vorstellen oder ist es vielleicht viel breiter oder enger, als Sie dachten? Dann sollten Sie das nochmal besprechen, also die Ansprüche ganz besonders gründlich prüfen. Das wird häufig vernachlässigt, weil die ganz am Ende des Entwurfs kommen. Da muss man also nochmal dringend sehr aufmerksam die Ansprüche lesen. Und auch vor allem darauf achten, ob in einem unabhängigen Anspruch irgendwelche Merkmale stehen, die Ihnen total überflüssig erscheinen, wo Sie sagen, dieses Merkmal hier, das könnte man auch anders machen. Dann sollten Sie nochmal besprechen, ob man das nicht da rauslassen kann, weil es sonst sofort die Möglichkeit für eine Umgehung Ihres Patents später eröffnet. Wenn die Anmeldung fertig ist, abgestimmt ist, dann können Sie sie einreichen, also eine Erstanmeldung einreichen. Da kommt es gar nicht so sehr darauf an, welcher Anmeldungstyp das ist. Es könnte normalerweise eine deutsche Patentanmeldung sein. Vielleicht möchten Sie auch gleich eine europäische Patentanmeldung machen. Sie können aber auch erstmal nur ein Gebrauchsmuster einreichen. Wichtig ist, Sie reichen eine erste Anmeldung ein und bekommen dafür einen Anmeldetag. Und dann, nach der Einreichung der Anmeldung, haben Sie den Anmeldetag für sich gesichert und Sie können über Ihre Erfindung in der Öffentlichkeit sprechen, weil alles, was danach zum Stand der Technik wird, was Sie danach veröffentlichen, das steht Ihrer eigenen Erteilung eines Patents auf Ihrer Anmeldung nicht mehr entgegen, weil es ja nach dem Anmeldetag stattfindet. Sie müssen aber auch wissen, dass Ihre Patentanmeldung als solche noch keinen wirksamen Schutz bietet. Die vollen Schutzwirkungen treten erst ein, wenn das Patent erteilt wird, was mitunter noch etwas dauert. Vorher müssen Sie nämlich noch Ihre Anmeldung durch das Prüfungsverfahren bringen. Und im Prüfungsverfahren prüft das Patentamt die Patentfähigkeit und muss am Ende zu dem Ergebnis kommen, es ist alles in Ordnung, es gibt klare Patentansprüche und der Schutzgegenstand ist neu und erfinderisch. Und dann, wenn das alles erfüllt ist, haben Sie einen Anspruch darauf, dass Ihnen ein Patent erteilt wird. Um möglichst zügig dahin zu kommen, sollten Sie gleich mit Einreichung der Anmeldung oder jedenfalls kurz danach einen Prüfungsantrag stellen oder zumindest einen Recherchenantrag, damit das Patentamt beginnt, die Anmeldung zu prüfen und im ersten Schritt den Stand der Technik ermittelt. Wenn Sie den Recherchenbericht dann bekommen oder auch den ersten Prüfungsbescheid mit dem Recherchenergebnis, können Sie häufig sehr viel besser einschätzen, ob Sie zu einem Patent kommen werden oder ob es das doch im Wesentlichen alles schon gegeben hat und welche Besonderheiten vielleicht übrig sind. Darum ist es immer wichtig, zügig diesen ersten Schritt zu gehen. Und dann beginnt eigentlich die eigentliche Arbeit im Prüfungsverfahren, wo Sie in einem Dialog mit dem Patentamt Ihren Prüfer davon überzeugen müssen, dass Sie eine Erfindung angemeldet haben, dass also das, was in Ihren Ansprüchen beansprucht wird, neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht.
Je nachdem, wie breit der Stand der Technik Ihnen da entgegensteht, kann es notwendig werden, dass Sie Änderungen vornehmen, dass Sie Ihre Ansprüche einschränken. Dafür haben Sie ja schon zum Beispiel Unteransprüche formuliert und geeignete Rückzugspositionen in Ihrer Anmeldung aufgebaut. Sie können dann vor dem Hintergrund des Stands der Technik überlegen, was der beste Weg ist. Und wenn es Ihnen gelingt, am Ende einen patentfähigen Gegenstand zu beanspruchen, dann wird das Patent erteilt und von dem Tag an tritt dann auch die Schutzwirkung des Patents ein. Jetzt möchte ich Ihnen anhand des Beispiels einer deutschen Patentanmeldung noch einmal den zeitlichen Ablauf von der Anmeldung bis zur Erteilung verdeutlichen. Wie Sie hier sehen können, kann das eine ganze Weile dauern. Es beginnt eigentlich, ja, vorne ist nochmal eingezeichnet der Zeitpunkt, wo Sie Ihre Erfindung machen, dann bereiten Sie die Anmeldung vor und bekommen dann mit der Einreichung Ihren Anmeldetag. Wenn Sie gleich Prüfungsantrag stellen, dauert es dann etwa 9 Monate, bis Sie mit dem ersten Prüfungsbescheid rechnen können. Danach müssen Sie normalerweise die darin erhobenen Einwände versuchen auszuräumen und dazu eine Bescheidserwiderung einreichen. Die liegt dann wieder eine Weile beim Patentamt und wenn Sie Glück haben und gute Argumente vor allen Dingen auch haben, dann wird Ihnen am Ende der Prüfer, der Ihre Bescheidserwiderung dann nach einer gewissen Zeit liest, das Patent erteilen. Wenn das so wie hier vonstatten geht, dann kann das sein, dass Sie damit nach vielleicht 1,5 oder 2 Jahren fertig sind. Häufig kommt es aber auch vor, dass die Bescheidserwiderung noch ein bisschen länger beim Patentamt liegt oder dass Sie danach wieder einen Prüfungsbescheid bekommen, in dem nochmal andere Einwände erhoben werden oder auch nochmal dieselben, wo Sie nochmal eine Erwiderung machen müssen, sodass schnell einige Jahre vergehen können, bis wirklich Ihr Patent erteilt wird. Also dieses Prüfungsverfahren ist schwer vorherzusehen, wie lange es dauern wird. Das war jetzt alles der Fall für Deutschland. Wenn Sie einen Schutz darüber hinaus brauchen, müssen Sie sogenannte Nachanmeldungen machen. Das möchte ich Ihnen auch nochmal erklären, wie das vonstatten geht. Da gibt es nämlich ein ganz wichtiges Instrument, das ist die sogenannte Priorität oder das Prioritätsrecht. Das funktioniert so, dass Sie mit dem Anmeldetag der Erstanmeldung erstmal einen Nagel quasi einschlagen und dieser Tag für Sie der Prioritätstag für diese Erfindung ist. Und dann läuft eine Frist von 12 Monaten. Für die Inanspruchnahme Ihres Prioritätsrechts. Das funktioniert so, dass Sie sagen, beim Einreichen der Nachanmeldung, beispielsweise in den USA, geben Sie eine Erklärung ab und sagen, ich nehme die Priorität der Erstanmeldung in Deutschland vom so und so vielten in Anspruch. Und das hat dann die Wirkung, dass Ihre Nachanmeldung in den USA so behandelt wird, als wäre sie schon gleichzeitig mit der deutschen Anmeldung eingereicht. Das bedeutet vor allem, dass der Stand der Technik, der für die Prüfung der Patentfähigkeit Ihrer Anmeldung in den USA berücksichtigt wird, eigentlich derselbe ist wie für die Anmeldung in Deutschland, weil ja derselbe Tag als Anmeldetag gilt. Sie können also so, Sie haben die Chance, dass Sie den ersten Prüfungsbescheid abwarten, dass Sie sich ein Bild machen, wie sind die Chancen, dass Sie ein Patent bekommen und dass Sie danach dann noch innerhalb der 12 Monate über Nachanmeldung entscheiden können. Das auch nochmal auf dem Zeitstrahl hier veranschaulicht. Oben der oberste Pfeil ist wieder der aus dem deutschen Verfahren, den ich gerade erklärt habe. Neu eingetragen ist jetzt die 12-monatige Prioritätsfrist. Und hier ist jetzt vorgesehen, dass Sie mit dem Ablauf des Prioritätsjahres Nachanmeldung einreichen, die Priorität der deutschen Anmeldung in Anspruch nehmen. Und zwar in diesem Beispiel in den USA, in China und in Europa, wie das häufiger mal gemacht wird. Also eine europäische Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt. Wichtig zu wissen ist, dass man jetzt mit jeder dieser Nachanmeldungen durch ein unabhängiges Prüfungsverfahren vor dem jeweiligen Patentamt hindurch muss. Und jedes Amt entscheidet von neuem über die Erteilung eines Patents. Das läuft dann also alles mehr oder weniger zeitlich parallel. Und ich habe das hier angedeutet, dass also auch der Zeitpunkt, wann das Patent erteilt wird in den verschiedenen Ländern, sehr stark auseinanderfallen kann. Manchmal geht es in den USA ganz schnell und auf das deutsche Patent warten Sie noch 6 Jahre. Es kann auch andersrum sein. Und dann ist noch eine Besonderheit, die ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, wie das Ganze abläuft bei einer Anmeldung beim Europäischen Patentamt. Dort wird auch irgendwann vom Europäischen Patentamt die Erteilung des Patents beschlossen. Und dann müssen Sie allerdings noch die sogenannte Validierung Ihres europäischen Patents veranlassen. Das bedeutet, Sie müssen sagen, in welchen der Mitgliedstaaten des europäischen Patentübereinkommens der Schutz dann wirksam werden soll. Da muss man manchmal bei den nationalen Patentämtern noch eine Übersetzung der Beschreibung einreichen, solche formalen Schritte gehen. Was auch dazu führt, dass an dieser Stelle nochmal erhebliche Kosten auf Sie zukommen können. Und die Kosten, die Sie
ungefähr erwarten dürfen für so ein ganzes Bündel von Anmeldungen. Hier habe ich hier mal so grob geschätzt dran geschrieben. Das erste ist, Sie müssen die deutsche Erstanmeldung auf den Weg bringen. Da können Sie mit 3.000 bis 5.000 Euro grob rechnen. Das schwankt sehr stark, davon abhängig, ob Sie noch Recherchen machen und auch wie aufwendig und kompliziert der ganze Fall gelagert ist. Sie müssen dann durch das Prüfungsverfahren vielleicht eine Bescheidserwiderung einreichen oder auch mehrere. Dafür müssten Sie auch so mit vielleicht 1.000 bis 2.000 Euro nochmal rechnen. Und für die Nachanmeldung werden mit dem Zeitpunkt der Einreichung doch erhebliche Anmeldekosten fällig. Da habe ich hier auch Beispiele für die USA 5.000 Euro angegeben, für die in China auch 5.000 Euro und für eine beim Europäischen Patentamt vielleicht 3.000 bis 4.000 Euro. Das hängt immer viel davon ab, wie lang auch Ihre Anmeldung ist. Sie brauchen ja zum Beispiel dann eine chinesische Übersetzung. Das fließt in diese Kosten alles ein. Dann müssen Sie alle Anmeldungen noch durch die Prüfungsverfahren bringen. Dafür stehen hier auch nochmal Kosten von jeweils einigen tausend Euro drin. Und häufig gibt es auch im Zusammenhang mit der Patenterteilung noch eine amtliche Gebühr, die eingezahlt werden muss. Und hier im Fall des europäischen Patents auch für die Validierung in den einzelnen Mitgliedstaaten nochmal erhebliche Kosten. Die können sehr gering sein, je nachdem, was in dem Land zu tun ist. Da aber insgesamt 38 Staaten hier abgedeckt werden können, die übrigens auch zum Teil über die EU hinausgehen, zum Beispiel die Türkei könnten Sie mit abdecken mit einem europäischen Patent, können da unter Umständen Kosten von vielleicht 50.000 Euro nochmal zusammenkommen. Und das zeigt, dass Sie wirklich auch Ihre Kosten irgendwie planen müssen, wie Sie damit klarkommen und dass Sie vielleicht auch bei der Wahl des Anmeldezeitpunkts wissen müssen, in dem Moment, wo ich die erste Anmeldung einreiche, läuft das Prioritätsjahr und nach 12 Monaten muss ich soweit sein, wenn ich den Patentschutz im Ausland brauche, dass ich dann diese Kosten da tragen kann. Das ist tatsächlich für viele Unternehmensgründer ein Problem, die das Problem ja haben, erst nach der Anmeldung können sie wirklich ungehemmt über ihre Erfindung sprechen und dann haben sie eben nur ein Jahr Zeit, um Partner zu finden, mit denen sie die Sache vorantreiben wollen und die vielleicht auch bei den Kosten dann mit einsteigen. Darum ist dieses 12-monatige Prioritätsjahr also dann gefühlt häufig für Gründer sehr, sehr kurz. Das war's für heute. Wie immer danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und weise auf den nächsten Vortrag hin. Der hat den Titel Patente durchsetzen.